Heute bauen wir ein neues Lego City Set auf, eines aus der Space-Reihe. Und ich lasse es aufbauen vom Guido Schwarz. Guido Schwarz ist Leiter vom Swiss Space Museum, also so eine Art C-Promi in der Schweiz. Und er hat die Challenge, dass er es aufbauen darf in 45 Minuten. Übrigens, ich bin kein C-Promi, ich bin mindestens ein B-Promi. Das ist dein Set, 45 Minuten. Ich habe es auf dem Rechner eingestellt. Ich drücke jetzt da mal auf Start. Mann. Also ich danke dir übrigens, dass ich so gut ausgerüstet bin. Du bist gar noch nicht richtig ausgerüstet. Doch, ich schwitze jetzt schon. Ziehst du da noch einen echten NASA-Badge? Sieht super aus. Ja. STS 34. STS, das heisst sau dumme Sieg. Ja, du hast jetzt nur 44 Minuten und 40 Sekunden. Also 20 hast du schon verdödelt mit dem Badge da. Wie machst du das auf? Ja, kriegen wir das von Lego als Muster. Das ist aber für 6-Jährige nicht ganz geeignet. Das sieht ah! Ah ja, also jetzt schauen wir mal, da haben wir mal was vorbereitet, weil das soll irgendwie die Mondstation sein. Wann gibt es die denn? Die Amerikaner sagen, dass man irgendwie bis im 25. auf dem Mond landen. Ich glaube es auch nicht so ganz. Das soll auch eine Vorbereitung sein dann für Marsflüge, für Bemannte. Wenn es um Forschung geht, Grundlagenforschung bringt uns weiter. So ein Smartphone hättest du nicht, wenn es die Raumfahrt nicht gäbe. Ich habe das vorhin schon gebaut, hier, die hat schon ein Smartphone in der Hand. Wer baut da das Netz da oben? Nokia wird es ja wahrscheinlich bei euch geben. Also Nokia wird ich glaube, wir haben so alte Handys von denen auch. Ja. Ich habe extra das einfachste Set ausgesucht. Ja, also aber das ist der Rover. Du hast ja so ein Artefakt mitgebracht. Könntest ja mit der weiterbauen, du bist eh zu schnell. Ein originaler Raumfahrerhandschuh. Aus dem All. Das ist im Training verwendet worden. Vielleicht ein Tipp für alle, die daheim wettet, mal schauen, wie es ist als Raumfahrer. Legt doch einmal Skihandschuhe an. Und versuchen dann mal, Schuhe zu binden damit. Aber was ich noch schön mitgebracht habe, habe ich gedacht, das ist eine Original-Schweizer Fahne, die mit Apollo 15 zum Mond geflogen ist und dort 74 Mal um den Mond gereist ist, bevor sie wieder zurückgekommen ist. Und das haben sie mit Stift da drauf geschrieben? Das war der Al Warden, hat die noch beschriftet und unterschrieben, dass er sie mitgenommen hat zum Mond. Es hat nur eine aus der Schweiz gegeben und die habe ich. Was mich noch interessiert, ist jetzt, Wenn die da wirklich auf den Mond fliegen, ja, dann ist es ja das mal in echt. Nicht so wie damals. Das ist Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie. Gibt ja keinen Beweis für das. Es gibt natürlich Beweis. Auf dem Mond oben gibt es die Landestufen, die immer noch oben sind. Ja. Also die haben es einfach liegen lassen da oben. Noch ganz anders, was da oben liegt. Fäkalienbeutel gefüllt. Ja, cool. Würdest du auch gerne ins Weltall nochmal fliegen? Ich schaue eigentlich fast jeden Tag auf Galaxus, ob da schon Raumflüge angeboten werden. Aber das habe ich bis jetzt leider. Ja, fast alles für fast jeden. Ja, wir haben noch 12 Minuten. Ja, wir haben ein ganzes Säckchen voll. Ja, jetzt, du musst das ein bisschen locker sehen. Letzten Endes hast du mich einfach immer aufgehalten. Ja, ich könnte dich auch nochmal aufhalten. Probier's. Ja, du bist ja auch Sänger. Band hast du schon Vergangenheit. Könnten wir so ein kleines Mondlied singen, da gibt's ja ein paar. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. Jetzt ist es gegangen. Ja, das ist mich gedacht, du gehst ziemlich achtlos um. Mit dem Abfall gehe ich achtlos um. Auf dem Mond musst du schauen, jetzt merke ich alles Material. Ja, sonst kommt die Polizei und gibt einen Bus. Nein, Moment. In der ISS so, das Wasser in der Toilette, also wenn ich dann pinkeln kann, das geht durch ein spezielles Gerät durch, wo das gefiltert wird und das Wasser rausgefiltert wird. Ah, pfui. Also du trinkst sozusagen deinen eigenen Urin. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, das ist kein Witz. Die zwei Teile. Oh, jetzt ist aber ein bisschen Stress, finde ich ehrlich. Ich kann dir helfen damit. Deswegen. Nein. Nur noch 49 Sekunden. Ja, Mann. Wieso hat es so viele Blätter? Jetzt ist es fertig. Nein, Moment. Ohne ist noch übrig. Hast du gesehen? Ja, gut. Okay, würde ich sagen, Guido, du hast es geschafft. Das ist mit Heine. Das ist jetzt deine Challenge, der Preis. Hey, wow, danke vielmals. Das ist mega cool. Weißt, für die Zuschauer haben wir noch eine Challenge. Also übrigens, mit Benzin fahren dann die auch nicht. Elektrisch. Ja, ist elektrisch. Ja, danke dir fürs Zusammenbauen. Und wir haben auch noch zwei von der Mondstation und zwei noch von irgendeinem Set. Also wir machen zweimal das Package mit dem Lego City Set zum Verlosen. Und dazu gibt es eine Quizfrage, die stellt der Guido. Die Quizfrage ist, welches war der erste Mensch auf dem Mond? Ist das A, der Louis Armstrong, B, der Neil Armstrong oder C, der Lance Armstrong? Ja, beantworten könnt ihr das auf der Galaxus-Seite.
im Teilnehmerformular einfach anklicken, mitmachen und mit ein bisschen Glück gewinnt er dieses City Package. Mega cool gsi. Also wenn du wieder mal so Sachen hast, ja, ich komme wieder zusammen basteln. Finde ich gut.